Wir haben dann jenste Sache braucht auch Fischhut. Ja, Fischhut. Ja. Okay. Ähm, und dann haben wir gemerkt, jetzt jetzt macht's der richtige Wink. Einsatzgesundheit, der Tag. Der Podcast rund um Gesundheitsbrief Sie heißt Claudia Wink. Claudia, sie ist diplomierte Pflegefachfrau. Sie ist Stoma, Wund und Kontinenz. Beraterin, Expertin in diesen drei Bereichen und da werden wir heute mehr erfahren. Claudia, willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gern. du hast ja ganz viele verschiedene Expertisen ja. in deinem Arbeiten als diplomierte Pflegefachfrau HF. Du arbeitest in einer Wundsprechstunde im Spital Wetziken. Genau. Und, wie wenn das nicht schon genug spannend wäre, <laughs> du arbeitest noch bei der Spitex Wald Fischertal. Genau. Wie bist du zur Wundexpertin geworden? Wieso das? Mich hat schon immer die Chirurgie fasziniert und schlussendlich die Wunde. Wunde zu behandeln, Wunde zu versorgen, zu beurteilen mhm. und natürlich den Verlauf zu dokumentieren und zu sehen und die Freude nach einer, was aus einer Wunde, also keine Wunde mehr wird. Oder? Dass es wieder heilt ja, im besten Fall. Aber genau. also dann bist du so eine, die sich fasziniert ja. mit. Ja. Gut. Ja, voll. Es gibt ja auch die Videos, oder? So die Aber das ist ja harmlos. Aha, das ist ja also kein Wunder. Wir sind, <laughs> wir sind da auf einem anderen Niveau. Niveau. Und um die kümmerst du dich, um die ja. ganz große Sachen. Ja, genau. Wieso bist denn du in der Pflege? Deine Mutter hat ja, glaube bereits in einem Pflegeheim ja, gearbeitet. Genau. Und da bist du als Kind schon mit. Hat ja, ich habe da mein Sackgeld verdient, mein Feriengeld. Ja. ja, haben da ausgeholfen und fand das eigentlich immer schon. Mega spannend, Leute zu helfen. Das ist einfach, muss ein Liga-Leute ja. helfen und für sie da sein und ein Gespräch führen. Da habe ich damals gedacht, das wäre eigentlich etwas. <laughs> mhm. Ja, und bin so in, in, den, in die Ausbildung gestartet. Und dann hast du das wie Palt und gesagt, Mol, das mache ja. ich. Es also, hat nichts anderes Nein, gegeben. Ich kann noch nie, nie, also für mich ist der Job ist mein Traumjob. Also ich habe mich da wirklich gefunden als Wundexpertin sowieso. ja ist voll mies. So gut. Und also immer es ist noch vielfältig. Und es ist vielfältig. Du machst ja schon auch verschiedene ja. Sachen. Du hast die verschiedene Sachen ja, gelernt, eine Expertise drin. Da geht es um Darmausgänge, um künstliche, um Stoma, ja. um Wunder was, fa was fasziniert dich denn an dem speziellen Krankheitsbild? in dem Sinn? Also speziell oft Wunder sehe, ist es halt einfach, das Ganzheitliche zu sehen. Du mhm. siehst halt ein Wunder, aber du siehst halt auch den Betroffenen mhm. und du musst alles verknüpfen miteinander. Du musst alles aufgleisen können. Was, woher kommt die Wunde? Sieht Wann ist sie? Was ist schon bis jetzt gemacht worden? Was müssen wir noch machen? Wen involvieren wir noch? Wie sieht's die Heime aus? Mhm. Also es ist ein Riesensetting, wo man muss abklären und die Beratung auch dafür und was sind denn das für Wunden? Was haben wir für Wunden? Wir haben von also postoperativen, wundheiligstörigen. Also fix Ex löcher zum Beispiel. Ja, das, aber Oder? die sind ja harmlos. Ja. Es, hat, es hat eine Art DeSens. Also sprich, die Wunde ist auseinander so geklafft. Ja. Dann haben wir natürlich kommen mit mir zum Zug. Mhm. Also ein große Buch, ob ja. zum Beispiel. Abdominelle Wunden, ja. wo man so schon ein die Strukturen sieht wie. Fettfaschen, Muskeln, Stelle wie Darm. Ja. Ja, das sind so, das sind große Wunde. Mhm. Das sind auch Wunde, wo länger brauchen zum Heilen. Ja. Und natürlich die ganze chronische Wunde, wo diabetische Füße, die ganze venöse, arterielle Insuffizienz ja. ja. Das hast du am meisten? Oder was hast du am ja. meisten für Wunde? Ja, gibt's? die Diabetiker. Diabetiker. Diabetiker, die PAVK-Leute, ja. venöse Insuffizienzen, ja. aber Diabetiker, ja. Das ist schon ein Riesenthema, Thema, oder ja. Diabetes. Ja. Diabetes ist, die spüren sich nicht so. Ja. wieso ist das eigentlich so entstanden, die, man hört sich dunk mich jetzt immer mehr, die Diabetes erkrankung ja. das ja, das ist ein riesiges Thema in der Bevölkerung. Es ist ein riesiges Thema und vor alle Dinge Zuckerkrankheit, für all die, die nicht gerade jetzt verstanden Genau, haben, die Zuckerkrankheit mhm. und ähm, das Problem mit den Zuckerkrankheiten bei diesem diabetischen Fußsyndrom sind einfach diese Polyneuropathie. Mhm. Dieses Nicht-Gespüren vom Fuß, von der Extremität. Dann lauft man auf den Fuß in dem Schuh, hat gegebenenfalls einen Stein drin. Mir mhm. würdet euch spüren. Mir würdet sagen, hey, da ist doch etwas drin. Ja. Und die spüren sich durch Die Polyneuropathie nicht und laufen auf dem Stein um um bis dann die Wunde entsteht und der Fuß ist einfach weiter weg. Sie, sie sehen den Fuß ja unten nicht. Ja, und merken es nicht und schauen und, nicht. Genau, sodass, oder? genau. Und dann gibt es Wunder und bei den Diabetikern ist ja dann die Wundheilungsstörung ja. total gestört. Ja. Das ist die Herausforderung, wieso eigentlich heilt die Wunde so schlecht bei Diabetikern. Ja, das kommt dann auf die <laughs> Faktoren drumherum an. Mhm. Was macht also, was machen Gefäße durchblutig? Mhm. Ödem? Was sind sonst noch Erkrankungen? Medikament? Umfeld? Schuhwerk? Ist der Diabetes gut eingestellt? Was macht Ernährung? Fußpfleg? Also das ganze Setting spielt ja. damit. mit. Was sind denn die, die größten Wunden, die du, die du betreuen, behandeln, heilen wo die dir sofort ein oder sofort in den Sinn kommen? Also abdominelle Wunden sind recht groß. Ja. Die sind wirklich. Also da kommst du super mit der Fußstier. Richtiges Loch. Ja. Das ist eine Obstwunde. Ja. Ja. Wie heilt man die? Was machst du da mit dem Loch? Ha, da geht es dann los erstmal mit Vakuumtherapie. Das ist quasi ein Schumstoff mhm. mit Vakuumpumpe, steril abdeckt mit Folie. Und dann wird kontinuierlich trainiert. So dass halt Wundrand, Wundgrund von Seite von unten die Wunde. Ufer, also von innen kann. her quasi genau. heilt, aufkommt, dass es genau. wieder flach wird im besten Fall. Genau. Ja. genau. Du hast gerade schon angesprochen, eben Wundrand, Wundgrund, äh, Umgebung Das kannst du noch mal ausgleichen, bei 5, 6 so Wund. Ja, also wichtig, Merkmal, wir, wir beurteilen immer wo, also nach Urge. Ja. Umgebung, U, Rand, R, Grund, Grund, G und Exodat. Exsudat Und wichtig noch Schmerzen. Schmerzen und natürlich auch was wo mir immer noch drauf schauen, wie sieht der Verband aus dem wir wegnehmen. Ja. Schmückt da oder das Exodat. also der alte Verband seit euch oh mega viel. Mhm. Extrem viel ist die Behandlung gut, mir wir etwas anderes machen, hat Bakterien. Ja. Und dann kannst du auch abkratzen, um ja. Und das ist schlässig. Ja. <laughs> Ja, nein, also, das ist Das jetzt, das tönt jetzt so, ja, <laughs> Nein, das ist ja so, oder? Das sind ja. Ja, für viele ist das grusig? Ja. unvorstellbar. Und dann schmeckt es noch komisch. Ja. Also, oder? Das ist ja nicht ein ja. Job, wo weiß Gott einfach jeder. Nein, du musst, kann du und musst und will. das gern machen. Ja. Das ist ja so, und du musst einfach Wunden lesen können. Mhm. Also, das ist. Ich sage immer zu meinen Patienten, man muss einfach Wunden lesen können. Und dieses. Also depredieren sage mir dazu, dieses Reinigen mhm. mache mir halt damit mir dieses ganze gruselige abgestorbene Gewebe entfernen könnt, damit mir die frische blutige Wunde nachher haben, mhm. und dass die dann wieder voranschreiten kann für die Wundheilung. Ja. Ist etwas dir in Erinnerung du zeigst? Oder uh, da haben wir es irgendwie nicht geschafft, das ist verrückt, wir haben so lange rumgetöcktert und es ist einfach nicht gut gekommen.» Und dann vielleicht auch erklären, warum es nicht gut gekommen ist. Hast du da ein Beispiel, das du nicht vergisst? Ja, das haben wir immer wieder. Zu so Fällen, wo wir <laughs> zwischendurch einfach sagen müssen, «Hey, jetzt stagniert es. Was machen wir jetzt?» Dann gehst du nochmal über die Bücher, schaust, was haben wir bis jetzt gemacht. Mhm. Was macht der Angiobericht? Müssen wir vielleicht nochmal Angiologie-Gefäße anschauen? Mhm. Müssen wir eine Kompression machen?» Müsste man vielleicht nochmal mit der Diabetesberatung schauen? Mhm. Material. Wir haben ja so viel Materialauswahl, wo wir einfach, ja, wir müssen einfach stelle wie es dann mhm. über die Bücher und sagen, hey, ja. Aber hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagst, ja, das ist, der Mensch war ja. so, gewesen, das war der Zustand, gewesen, das war die Ursache? Kannst, kannst du einen Moment beschreiben, wo das. Ja, also, also wir haben es beim Diabetiker vor allen Dingen jetzt klar Also der hat ähm, nach Amputation. Ja. Also, seine Zähne sind ähm, nekrotisierend, sprich, wir haben dann wirklich. Ähm, die Zähne, abgestorben. Abgestorbenes mhm. Gewebe, hatte, bis auf den Knochen und vor der Infektion wurde dann amputiert. Ja. Und das ist ewig lang ist das gange Natürlich hat man diese Strukturen, also ist dann halt der Bereich vom fünften, vierten Zehe. Und da haben wir lang, lang braucht. Wir haben dann jenste Sache braucht auch Fischhut. Ja, Fischhut? Ja. Okay. Ähm, und dann haben wir gemerkt, jetzt macht es den richtigen Wink. Also eigene Hut haben wir nicht auch probiert? Oder gibt's Nein, das wir, nicht haben, wir haben nicht, nicht so Tierschutz, mit, ja. mit, wir haben mit Fischhut gestartet. Okay. Und warum? Fischhut ist ähm, ein Hautersatz. Mhm. Ist ähm, ähnlich wie unser Hut. Und hat viel Omega-Fettsäure. Ähm, mhm. Und das fördert die Granulation. Und da haben wir wirklich zuschauen können. Echt? Ja. Mit viel Mega faszinierend. Unglaublich. Ja. Was gibt's sonst noch für so Tipps und Tricks, so Wundreinigungs-, Heilungs-Sachen, die jetzt am äh, Otto-Normalverbraucher an der Bushaltestelle nicht gerade in den Sinn kommen? Ja, mir sagt ja immer, also früher sind ja die Leute so gewesen, dass man eine Wunde Troche versorgt. Möglichst trocken, es das Pflaster Luft. weg, nee, Luft und ja, so. Genau, ja, ja oder? genau, oder? Ein bisschen Kruste drauf. Und, ja. und von dem ist man ja längst weg. Gekommen. Wir haben ja gemerkt, dass Feuchte-Wundversorgung ja das Beste ist. Es muss immer ein das Fürchten niveau haben. Mhm. Man merkt es am besten, wenn man so Blöderli hat, oder? Das sagt ja. man ja und man soll sich nicht aufmachen. Ja, weil ist weil und drunter heilt es für sich ja am besten unter ihrem feuchten ja. Niveau, oder? Ja. ja. Und Wundversorgung, gerade genau gleich. Feuchte-Wundversorgung mit. Ja, Es kommt immer drauf, a Exodiert die Wunde, mhm. brauche ich nicht zusätzliches Fürchtes Material. dann mhm. muss ich in der Absuche. Okay, dann nehme ich suchendes Material. Habe ich eine Wunde, wenn sie in einem Status ist, wo nicht mehr in der Entzündungsphase ist, dann, dann nehme ich etwas, wo ich befürchte: ja. mit Gel, Honig. Honig, mhm. ja, und ähm, so Honig. Ist auch antibakteriell. Fördert. Was für Honig? Bienenhonig vom Wald? Nein, steril hergestellter Honig. Also künstlich hergestellt ja. in dem Sinne, nicht Bienleym-mäßig. Ja. Nein. Okay. Ja. Ja. Und das sind einfach so Sachen, wo. Aber man muss eben schauen. Man muss mhm. wirklich die Wunder anschauen und sagen, ich probiere das. Wenn das wirklich nicht verhebt nach einer gewissen Zeit, dann muss ich wechseln. Für das gibt es auch so und ja. Jetzt kommen wir noch die Madden ins Spiel. Ja, Was? die Luzi. Die was? <laughs> ja, Lucia die Sericata! Sogar Namen. Ja, ja, oh, 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 Mathe. Wieso und was machen die? Und wieso Made? Ja, grusig, ehrlich Maden ist biochirurgisches <laughs> Depriment. Mathe ähm, sind sehr effektiv in, in, in der Wundversorgung, vor allen Dingen, wenn es so zähe, feste Fibrin der Wunde ist, so schmierig. Und dann kann man die Luzi, also die gibt es als Freiläufer, Finde ich nicht so lässig. Das wenn ist die das laufen. gerade in einer Tierhandlung im Moment bei uns. <laughs> Aber okay, die laufen dann weg. Die, ja, die bleiben also, nicht auf den Wunde. Ich habe das schon erlebt, dass mir da eine Wunde hey, kam und Auf einmal sind die Marder weg. Gewesen, ja. mhm. Deswegen machen, dann machen wir es gerne nicht. Wissen, ja, gut, die sterben ja. dann irgendwann okay, ab. Gell. <laughs> Nein, also die läuft auf die Wunden, oder? Ja, mhm. am besten in so einem Bioback, dann können sie auch nicht ähm, fortlaufen. Und dann haben die natürlich so eine Zähnli vorne dran. Ja. Und dann durch ihren verflüssige verflüssigen, dann tun sie das verflüssigen, das, das Exo, also nein, das Fibrin, ja. das ganze schmierige Gewebe, wo Avital ist, tun die mit ihrer Zähnli quasi wegkratzen und speuzen es hinten aus dem Futti wieder raus. Ja. Und wenn die halt Volkfresse sind, dann mögt es nicht mehr, dann sterbe ab. Ach was. Genau. Ja. Und das ja. ist die Effekte. Ja. Ja, also da hat man innerhalb von drüberhandliger hat man da relativ super Erfolge. Da hat ich auch wirklich so ein riesen Dekupitus am Fuß zu bekommen mit Mode behandelt. Ja. Ja. Unglaublich. Also, ja. Ich dachte wahrscheinlich, dass das wirklich einfach spannend ist. Oder? Es ist das mega das spannend. Ja. Sachen, <laughs> es sind unglaubliche Sachen, die man hier erlebt. Es ist einfach ein bisschen Baby-Am-Thema. So, Nein! <laughs> mit, mit so gut. Du du dich wahrscheinlich gar nicht befassen. Oder? Ja, mal, das ist schon nicht schlecht so für die Wundumgebung. Eine so, eine Pflege. den unterschiedlichen und, und, und so. Das fette, ist schon ja. manchmal nicht so <lacht> verkehrt. <lacht> Jetzt ist ja das Wundthema nicht das einzige. Jetzt gehen wir noch zum Stoma-Bereich. Mhm. Hat ja in dem auch mit der Wunde zu tun. Ja. So, oder? Das ist auch halt ein offener. Also, Künstlicher Darmausgang, mhm. Stoma. Was, was muss man dort machen? Was ist dort die Aufgabe? Da steht im Vordergrund Beratung. Mhm. Vordergrund Patienten vor der Operation abzufangen, Ängste mhm. Und danach für sie da zu Kontrolle, wie ihnen, Systemversorgung, also das Material anschauen, mit dem Patienten besprechen. Ist das gut so? Ja. Sonstige Ängste, Versorgung, generell kann das allein, kann das nicht allein. ekelt er sich. Ja, es ist auch mit mhm. Scham behaftet, da kommt das vorne am Bauch raus. Oder? Das mhm. ist Nein, klar, für das viele ist, nicht normal. Das ist äh, definitiv nicht normal. Also ich kann mir vorstellen, dass ja dann auch ein bisschen mit Körperbildstörung ja. zu tun oder? Also Wenn Komplett, du im Spiegel ja. anschaust, und ja. hast dann hast du neben dem Bauchnabel hast noch, noch ein so ein rotes Loch, wenn du kein wieder dran hast. Mhm. Mhm. Ähm, das kann man vorstellen, dass das noch ausserordner ist, wahrscheinlich ja. vor allem für, für, für jüngere Leute. Aber? Ja, obwohl die nehmets wie es noch besser an wie die ältere Leute. Okay. Ja. Auf, auf es geht halt viel, also es geht viel, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, Shishi tönt jetzt ein bisschen blöd, aber mhm. einfach Zubehör, wo man es mit kann verdeckern. mit Spitze, also wirklich tolle Sachen, wo ja. wo, wo Accessoires sind und mhm. die ältere händ halt einfach vom 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 Handling her, allein schon mit den Fingern, da haben sie Gicht, da können sie sich nicht versorgen. Dann sehen sie es nicht, oder? Mhm. Männer vielmals haben vielmals einen Bauch. sie ja, das ist das, meistens unten am Bauch. Die können es ja, gar nicht okay. anschauen, ja. oder? Und das ja. sind so ja, die Herausforderungen für mhm. die. Genau. Stoma, auch ein Thema für sich. Da hatte ich immer ein Respekt davor, gehabt, als ich noch auf der inneren Medizin geschafft habe. Mhm. Von Stoma. Weil wenn das nicht richtig hält, ja. oder, dann gibt es eine Sauerei. Ja, im wahrsten Sinne. Und dann bist du etwas schuld. Also, habe ich auch nichts das Gefühl gehabt. Nein. Nicht? Nein. Ja, da ist niemand schuld. Aber der Patient nicht, der Stoma auch nicht. Manchmal gibt halt einfach. Ja, aber es so ist ja halt Ja, es ist also. mega unangenehm. Aber ich denke, da, wenn man das gut erklären kann, dem Patienten, dann ist der, ja. der gut gestimmt. Und ich, ich finde einfach, dass es ganz, ganz wichtig, eine gute Beratung für die Sturmversorgung. Und dann bist du noch Kontinenz-Expertin. Ja, das Wort habe ich jetzt so bis jetzt heute noch nicht so präsent gehabt. Inkontinenz, ja, über das redet man die ganze Zeit, ja. wenn man äh, meistens mit älteren Menschen zu tun hat. Aber Kontinenz ist das Gegenteil, also dass es nicht passiert. Mhm. Was, was machst du? Da? Also Einlageberatung oder auch ja, mhm. also wirklich schauen, wo ist der Grad von der Inkontinenz? Mhm. Zum Schauen, halt auch viele Patienten wissen nicht, dass das gezahlt wird die Hilfsmittel von der Krankenkasse. Mhm. Dass man da eine gute äh, Einstellung macht, quasi, dass Patienten das gezahlt bekommen. Mhm. Und viele können sich halt einfach schnell eine Einlage den Mikro im Kopf. Mhm. Wo natürlich nicht ausreicht. So Sache und so, das ist das eine, oder, was man machen kann. Jetzt gibt ja wahrscheinlich auch noch Trainings, kann ich mir vorstellen, zum. Oder wenn man mal inkontinent ist, kann man das nicht mehr wechseln und rückgängig machen. Oder wie ist jetzt? Mal anfangen wir eigentlich mit der Beratung für Beckenbodentraining. Ja. In Kombination. Also viele Physiotherapeuten bieten das an, oder spezialisierte Back mhm. Ähm... Das ist das erste. Und dann geht es natürlich noch die Operation. Okay. Wo wahrscheinlich nicht so viele Leute machen, oder ist mhm. das? Es kommt immer darauf an, was alles da unter. Los ist. Ja, nicht mehr funktioniert Dichtisch, in dem Sinn. Ja, genau. ja. Beckenbodentraining. Kannst du uns das erklären, wie das genau geht? Was muss man da machen? Eine einfache Übung ist quasi so: Wir machen da mal eine. Machen wir mal eine. Also, also quasi, quasi wirklich. Meine erste Beckenbodentrainingseinheit. <laughs> Hockst halt <jetzt. lacht> du sitzt einfach ganz, ganz gerade an, fürs Anwinkeln, 90 Grad. Anwinkel, ja. Und dann tust du einfach versuche diesen Beckenboden, also unterrum Arzt Wo ist denn ja wie die Füttli. Also man ja, mu quasi. muss ich jetzt klar spannen oder? So, für, ja. Aha. Wie Männer ist das wahrscheinlich noch. Ich weiß nicht, also bei wie es Männer. Also, wie wenn man verhebt <laughs> aufs WC muss? Ja, so quasi. So, oder? <laughs> <laughs> ja, und dann versuchst du einfach so, so einen Lift aufzuziehen. Ja. Zieh, zieh, zieh. so jetzt stopf das. Also, Stock für also Stock hat für er Stock. auch mit Bauchmuskeln zu tun. Ja, genau. Ja? Du spannst quasi unten ja. die ganze Muskulatur an und, und haltst das. Okay, und dann das wieder weg und dann. Und dann löst du wieder ja. und dann fängst du wieder. Von ohne so, Genau. Okay. Und eigentlich <laughs> ist es schon eher so, wenn du wenn du sagst, <laughs> gehst dem WC, ja. du gehst aus WC machst den Brunnen und versuchst zwischendurch mal zu stoppen. Okay. Das, das ist, ist eben dieses Gefühl. Ja. Oder? Wo man, wo man dann den Beckerboden kann. Stärker. ja Und das ist ja eigentlich auch das, wo man dann stoppen können stoppen oder? Genau. Das ist ja, ja. Dass man es okay. zurückhält. Jetzt hast du gesagt, ja, bei den Männern haben, ja. wir, einen, haben ja. wir einen schlechteren Becken, oder? Nein, nein, aber es ist halt, ich, ich kann immer wieder sagen, wie es bei Männern sich anfühlt. Bei äh, Frauen weiss ich es halt, oder? Das ist äh, 1 zu 0 für dich, das ist richtig. Ja, ja ich habe das jetzt mal probiert, ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Du kannst es zwar nicht kontrollieren, aber ja. Okay, und das macht man dann so, so sessionweise die, die, die Beckenboden. Ja, also Trainings. das empfiehlt sich sehr. Und bei vielen okay. ist das auch wirklich ähm, effektiv. Was ist denn die größte Gefahr von Inkontinenz? Es kommt ein bisschen darauf an, also Gefahr, Gefahr besteht. Oder in das Risiko, dass man inkontinent wird. Also mich würde das schon interessieren, wenn man jetzt, oder wenn ich in meinem Alter schon etwas machen kann, eigentlich also tägliches Leben eben ein bisschen ja, anspannen. Ja, also ja. das Beckenbodentraining, gerade bei Frauen ist natürlich nach der Geburt dieser Druck. Also die Geburt ist im Fall etwas wo wo man muss beeinflussen. Bei vielen ist schon allein das Trampolin Das Problem bei ah, Frauen okay. nach Geburt, oder? Und ja, das ist dieser mhm. Druck, wo man auf diesem Beckenboden hat, da wäre es mhm. wichtig da schon anzufangen. Ja. Frühzeitig anzufangen, dass man später Dicht ist. Was kann man operieren? Du hast vorhin gesagt, man kann das auch operieren. Ja, je nachdem, wenn halt natürlich etwas vorfällt, Gebärmutter, Blase, ja. dann kann man wie ein Band setzen und das alles wieder ah, bei dem mhm. Sinn. Ah, ja, okay, genau. das ist die Operation. Genau. Ja, ja hey, normal. Also du ja. bewegst dich wirklich in einem spannenden Umfeld. He? Genau. In, in Sachen. Wenn du über deinen Beruf rättst. Was wollen die Leute meistens wissen? Was sind die Fragen, die die Leute an dich stellen, wenn's du bist Wundexpertin, Stoma, Kontinenzberaterin? Was macht sie neugierig? Ja, einfach, ob das nicht grusig ist. Das mhm. ist einfach die erste Frage. Mhm. Das ist doch grusig. verstund dich die Frage? Nein, es ist ja auch gruselig. Also, für normale <laughs> ja. Menschen ist das gruselig. Eine Wunde ist nie was Schönes. Mhm. Aber für dich muss es ja eine gewisse Faszination haben, oder das, Ja, das, das, das weil hat, ich ja. sehe halt einfach, wie es vorangeht. Ja. Durch meine, mein Know-how sehe ich, wie es zu keiner Wunder kommt. Was ist, denn jetzt mit dem, was ist denn mit dem Protein? Oder? Man sagt mhm. ja, Protein ist gut für, Wunde, für den Wundheilungsprozess. Ja. Kann man jetzt das mit etwas Eier, etwas Emmy irgendwas unterstützen? Das oder ist das mehr. alles Habakkuk? Nein, mir empfehle ich das immer, weil aus der Wunde tritt ja das Protein aus. Demzufolge müssen wir es wieder zuführen, weil für die Wundheiligen ist Protein natürlich wichtig, wie auch Zink. Oder? Zink? Ja, ah, das genau. habe ich jetzt noch nie gehört. Okay, ja, ja. Ja. Also da empfehle ich mir generell wirklich Käse, ähm, ganze Joghurt-Quarkprodukte, Eier. Also wirklich so, mhm. wo Protein halt drin ist, viel auch, wenn man sehen, dass ist ja ein, so ein bisschen mangelernährt diese Protein-Shakes, mhm. wo es zu kaufen gibt. Gibt es ja auch irgendwie mehr. Genau. Also ganz der Nein, also es gibt Oder? schon wirklich welche, wo wirklich mehrheitlich, also sie sind wirklich auf Protein ja. ähm, ähm, dosiert und es gibt auch welche, wo halt Patienten, wo wirklich mangelernährt sind, wo wirklich ein Fett drin ist. Ja. Genau. Wo dort noch hilft. Ja, genau. Wenn jetzt du eine Wunde hättest, durch eine Operation oder eine Verletzung, kannst du dich selber behandeln? Oder sagst du, das isch schwierig? Mal. ich glaube schon. Das hast du schon mal Muse. Ja. Okay. Weil, weil, oder, wenn ich mit Leuten aus der Pflege, aus der Pflege sich selber Blut nehme, die einen sagen, ja, mal, das kennt ich jetzt nicht, habe haben eine so. Ja, Aber genau. so an sich selber ist es ja manchmal anders als einfach zum Patient Meiermüller. Ja, Mal, ich glaube, das könnte ich schon. Ich merke es einfach bei den Kindern, da bin ich nicht so objektiv. Bei deinen eigenen? Ja. 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 Da nehme ich ein bisschen Mühe. Zu viele Emotionen. Mhm. Ja, okay. Mhm. Aber bei mir selber ist es noch nie vorgekommen, aber ich glaube, da wüsste ich dann schon. Na, wie das geht. Und Gut, ich weiß jetzt nicht, machst. ob ich eine Kürette selber mir in der Hand nehmen würde und umkratzen. Eben. Also das, du kratzt dann an deinem eigenen Bein um, wenn Wahrscheinlich nicht nicht mit dem Kompressor oder? ein bisschen wie Skiwaschung machen ja, ja. Mit der Kürette. Wenn du dann so Hardcore-Muskel musst, musst abraspen, ist, es dann vielleicht gleich. Es ist auch immer der Blickwinkel. Gell? Ich schaue einen mhm. Patienten so an und von mir schaue ich dann so ab. Oder? Nee. Das ist nee. ja, die Strukturen sind hoch, gell? Ja. je nach Typ. Logisch. Das ist das <laughs> eine, was du machst. Die Wund sprach Stunden und dann noch später äh, arbeiten. Mhm. Ist das einfach, weil du fasziniert bist von der anderen Seite von der Pflege, zu Leuten heimgegangen? Oder wie ja. ist das bei stand? Ja. Ich bin mega gern bei den Leuten heim, weil sie sind so dankbar, mhm. dass sie durch meine Unterstützung heim sein dürfen. Und es ist ein ganz anderes Setting, die Weil, wenn ich in der Wunschsprechstunde bin, red ich quasi zu den Patienten ja. und sage so, zu ihnen, was sie müssen machen, was nicht schlecht wäre. Und gang ich zu der Lütei, bist du halt so dieser Besuch geduldet und bist du der Gast. Ja, ist es ist so aber. eine andere Rolle mhm. Mhm. Aber sie schätzt jetzt mega und ich schätze das auch mega und es ist so viel wert, das drumherum zu sehen. Das hilft mir wahnsinnig in der Wundversorgung. Ja. Also das Umfeld zu ja. kennen in dem ja. Sinne, nicht um nur genau. den Menschen auf dem Stuhl zu sehen, wenn er genau. in die kommt. Genau, ja. Ja. Dann schaffst du recht, dann schaffst du recht viel. Also mich du, du bist da sehr engagiert. Was gibt es für ein so schlussendlich? Ich weiß es nicht. Gut. Ich kann es definitiv nicht <laughs> Mehr wie momentan, momentan ist es ein bisschen viel, aber beim <laughs> ja. nächsten Jahr sicher. Ja. Aber wenn ich dich so anschaue, dann nachher, bist du total fasziniert ja. von deinem Beruf, du machst ihn <laughs> sau gerne. Ja, mega. Ich liebe es. Sehr schön. Was sagst du den Leuten, die sich jetzt vielleicht aufgrund von dem Gespräch überlegen, ja, ein bisschen Wunden, ein bisschen Stoma, ein bisschen Gruseln, ein bisschen Grubeln, Muss man eine gewisse Neugierigkeit mitbringen, weil man immer wieder mal etwas sieht, wo man vielleicht nicht will? Ja. Oder was sind da die Eigenschaften? Ja, also man muss schon Blut sehen können, man muss schmücken können. Also diese Gerüche, dieses, diese infizierte Wunde, muss man sehen können, riechen können, mhm. beurteilen können ganz wichtig. Ja. Und das ist eine Ausbildung nach der Hf ja. oder? du machst du das dreijährige genau. also Studium und nachher, wie lange dauert die Wundexperten-Ausbildung noch? Ja. Ein Jahr und du bist Mami und hast das alles <laughs> schön können miteinander. Ja, das ich kann ich gerade sagen, vor dem Kind noch machen. Das können. <laughs> Okay, alles klar. Ja, Claudia, danke vielmals. <laughs> Wunsch, Thomas, Kontinenz, Also, da kommt äh, alles ein bisschen zusammen bei dir. Ich wünsche dir äh, ganz viele interessante Momente, schöne Momente, dass du Leute helfen mhm. mit dem Wissen. Mhm. Und äh, vielleicht sind ja die ein oder andere neugierig geworden, das auch in Angriff zu nehmen. Vergiss ja gerne, mhm. oder? So die vereinzelte Expertise, wo mhm. man eben noch machen kann. Wenn man in der Pflege schafft, hat man eigentlich äh, ja. es mehr voller verschiedenen Möglichkeiten an Weiterbildungen. Ja. Genau. Danke für deinen Besuch. Danke vielmals. Das ist Claudia Wink, Pflegefachfrau HF und Expertin in diversen Bereichen vom Spital Wetzigen. Und sie arbeitet noch in der Spitexwald und Fischental. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, einen Kommentar jederzeit. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn ihr alte Folgen, vielleicht haben wir heute ja das erste Mal zugelassen, wenn ihr alte Folgen möchtet, hört, dann kein Problem. Einfach ein bisschen zurück, scrollen da. Bei Spotify gibt es anfängend ja Dutzende von Folgen. Jederzeit willkommen, zum ein bisschen gerade wenn vielleicht was das Wetter mal ein bisschen schlecht ist. Und sonst hören wir uns in einem Monat wieder, wenn es heisst: Einsatzgesundheit, der Tag. Gute Zeit und bis zum nächsten mal. Einsatz Einsatzgesundheit, der Tag. Der Podcast rund um Gesundheitsprüf.